Im heutigen Video optimieren wir den Unterverteiler. Ich habe ja euch, also die besten Zuschauer auf ganz YouTube, traue ich mich jetzt einfach mal so ganz unbefangen zu sagen. Ich kriege sie immer wieder mit, wie andere YouTuber jammern, dass sie so schlechte Kommentare kriegen und so weiter. Ich kriege definitiv gute Kommentare und ich bin sehr froh drum, dass ihr alle gut kommentiert. Ich würde mich noch um ein paar Abos mehr freuen, weil YouTube momentan sehr viel Wert auf Abos legt. Ich habe den Unterverteiler gebaut und ich war damals echt, das ist jetzt eine Zeit her, ich war da echt in einer ungünstigen Position, weil ich nämlich echt vom Umzug dermaßen K.O. war, dass ich einfach froh war, dass gewisse Dinge irgendwann mal fertig wurden. Und gerade der Unterverteiler war mal ein sehr wichtiger Punkt, weil die Fertigung wieder laufen musste. Und es war einiges nicht lieferbar damals. Und deswegen habe ich halt bei ein paar Sachen Abstriche gemacht. Ich konnte nicht anders, als ein paar Abstriche zu machen. Und zwar wurden ja einige Dinge kritisiert, wie dass man das intern ja mit mindestens 10 Quadrat verkabeln soll und so weiter. Alles definitiv gerechtfertigt. Ich bin vorne mit 35 Ampere abgesichert. Das heißt, meine 10 Quadrat Leitung hier oben kommt mit 35 Ampere abgesichert daher. Wenn ich jetzt hier zwischendrin mit 1,5 verkable, dann hält 1,5 natürlich diese 35 Ampere nicht stand. Ich bin einfach nicht ganz glücklich mit dem Teil und deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal schön und nochmal neu, weil jetzt auch diverse Dinge lieferbar waren, die das letzte Mal nicht lieferbar waren. Ich habe mir eine Sammelschiene bestellt, die ich auch abschneiden kann, also bewusst eine abschneidbare Sammelschiene, weil ich musste mich genau in der Mitte kappen, weil ich habe mir jetzt auch einen Plan gezeichnet. Ich habe das letzte Mal ja gesagt, dass ich einen Plan gemacht hatte, der verschwunden war. Ich habe mir jetzt nochmal einen neuen Plan gezeichnet, der sieht genau so aus und da habe ich mir jetzt eben Gedanken gemacht. Ich rutsche den FI rechts rüber, so wie er ganz oft ja auch verteilt ist, gehe dann mit der Sammelschiene in FI rein und habe dann drei Sicherungen, die ich immer mit Strom brauche, einmal das Licht hier oben, einmal Zigbee, also einmal das Relais hier, braucht auch immer Strom und einmal das Server, der kriegt auch einen separaten Sicherungskreis. Also habe ich quasi hier dreimal FI rein, L1, L2, L3 und gehe hier dann entsprechend mit den drei Sicherungen einfach drauf. Dann habe ich hier oben schon mal soweit fertig, links davon mache ich nur Zigbee Relais hin, dann ist hier oben quasi der immer Strompfad und dann sieht es auch ein bisschen aufgeräumter aus. Und hier unten packe ich den schaltenden Strompfad hin. Ich habe mir ein neues Schütz bestellt. Zu Recht wurde ich kritisiert. Ich habe einen 25 Ampere Schütz drin und ich habe drei Phasen drauf, im Zweifel, also, und habe die alle mit 16 Ampere abgesichert. Also 16, 32, 48 kriege ich nicht hin, fliegt die 35er davor. Aber im Zweifel könnte ich eventuell über 25 Ampere hinkriegen. War ein bisschen unterdimensioniert. Ich weiß nicht, warum ich es bestellt habe. Ich habe es einfach damals, keine Ahnung. Ich habe jetzt einen 63 Ampere Schütz bestellt. Mit dem reicht es dicke. Und weil Schütze praktischerweise die Eigenschaft haben, dass man hier nicht wirklich vernünftig eine Sammelschiene reinkriegt, das wird hier jetzt sogar gehen bei dem zufällig. Bei den anderen ging es nicht, den ich da oben habe. Habe ich noch 10 Quadrat. So flexible Leiter mit anderen Enthülsen mitbestellt, Kabelbrücken, dann habe ich da auch mal was auf Nummer sicher. Zudem habe ich mir erstmalig endlich mal ein gescheites Schraubenzieher-Set bestellt. Die, die im Discord sind, in Instagram sind, die haben es eh schon gesehen. Ich habe mir jetzt mal endlich ein vernünftiges, ja, Elektriker 1000 Volt taugliches Schraubenzieher-Set bestellt mit so Wechselklingen. Es ist so unglaublich wertig, das Ding. Da ist auch ein Lügenbolt mit dabei. Dann habe ich da mal einen, der immer da ist, wo ich ihn finde. Und ja, dann kann ich auch mal ein bisschen rumhantieren, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich gleich sofort wieder einen Stromschlag kriege. Weil bisher war es dann immer so, ich hatte dann immer irgendwie einen Schraubenzieher, der halt nicht hier isoliert war. Und dann hatte ich immer Angst, dass ich hier dagegen komme. Und wer in Discord ist, ich kann es nur wiederholen, ich bin ja vor ein paar Wochen richtig, richtig satt in Strom kommen. Ich konnte nicht Strom freischalten, weil ich auf dem Gemeinschaftsstrom unterwegs war. Ich habe hier die Beleuchtung nochmal wirklich auf meinen Strom gehängt. Das war nämlich da hinten ganz komisch verkabelt. Und ich konnte den Gemeinschaftsstrom nicht wegmachen, weil da die Heizung und alles dranhängt. Also war das einfach zu gefährlich. Es ist ein 300 mAh FI drin und mir hat es dermaßen eine reingefeuert. Also ich wollte eigentlich noch eine Sache richtig schön optimieren und machen und tun, aber ich habe es dann wieder verworfen. Ich wollte eigentlich vor den FI noch wegen Selektivität ein 32 Ampere
Sicherung dreiphasig hinpacken, damit ich quasi hier nochmal eine Hauptsicherung habe und alles ausschalten kann, wenn ich hier arbeite, weil aktuell muss ich ein FI ausschalten, damit ich hier komplett stromfrei bin. Es ist aber immer ein bisschen schwierig, weil der Hauptverteilraum natürlich immer abgesperrt ist und ich mag nicht immer bei der Vermieterin lästig sein wegen dem Schlüssel. Also lasse ich das jetzt im ersten Schritt. Ich schiebe den FI jetzt quasi hier rüber und verkabel das jetzt alles mal und ihr könnt mir dabei so ein bisschen zuschauen. Ich hoffe, das gefreut euch. Wenn nicht, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ihr das Video ausschalten könnt, nachdem ihr mich abonniert habt. So, Taschenlampe an. Strom. Jetzt wird der Server gleich jammern. Der USV wird schon lange genug halten. Strom aus. Also ist jetzt tatsächlich so, dass ich das gerade nicht finde. Also ich habe jetzt keine Sicherung mehr hier, die ich eigentlich gebraucht hätte. Ich habe die irgendwo im Büro gehabt, weil ich das ja vermessen habe, wegen dem, ob das mit den Sammelschienen sich ausgeht und so. Und seitdem ist sie verschwunden. Ich tüdel mal ein wenig Isolierband um den offenen Kontakt der Sammelschiene. Und es ist ja nur eine temporäre Lösung für mich hier, weil ich will ja schon eigentlich, so an sich, wäre mein Plan schon, dass ich hier noch eine dritte Sicherung drin habe, weil ich brauche die. Also das habe ich jetzt auch schon zu Genüge gesehen. Sollte das immer noch ein Problem sein und irgendjemand sagen, um Gottes Willen, mache es ja nicht so. Ich klemme jetzt das 10-Quadrat mit der 10-Quadrat-Sammelschiene auf eine Schraubklemme. Ich habe schon Sicherungskasten gesehen, da waren 4, 5, 1,5 Quadrat in einer Schraubklemme. Also ich gehe mal davon aus, dass das so in Ordnung ist. Wenn nicht, habe ich ja Leute mal das wahrscheinlich in die Kommentare schreiben. Ne? So gut wie das verlegt habe, kriege ich da bald einen Schönheitspreis dafür, glaube ich. Jetzt war tatsächlich die Speicherkarte voll. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie geschafft mit der Kamera, dass meine Speicherkarte voll geht. Normalerweise lösche ich ja die alten Videos runter, habe ich schon einfach verabsäumt. Ich bin jetzt hier soweit fertig. Ich habe die Sicherungen soweit auch drin. FI ist schon wieder drin. Ich habe wieder Licht. Das heißt, ihr könnt mich endlich wieder vernünftig sehen. Einzige, was jetzt noch fehlt, den Zigbee-Adapter, den hängen wir jetzt noch mit Kabelbindern dran. So wie das vorher schon mal war, wenn ich den hier durchgefädelt kriege. Ansonsten habe ich jetzt alles soweit angeschlossen. Ich weiß leider nicht, wo.
die Speicherkarte voll war. Das heißt, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass ich das alles gut und richtig gemacht habe. Dann gibt es halt schon weniger Kritik von euch. Finde ich auch nicht verkehrt. Nee, ich bin ja nicht immer froh um Kritik. Insofern, das Ding soweit angeschlossen. Seitenschneider haben wir auch hier. Klack, klack. Dann noch schnell zum Handy greifen. Und über die Home Assistant App. Ach, Handy greifen. Ich habe hier ja meinen Funkding. Also auf 1 drücken, klack, funktioniert. Es ist auf jeden Fall deutlich lauter, gerade so gefühlt, das Schütz wie das alte, aber hat ja auch mehr Leistung, also von dem her auch mehr Power. Ja, soweit funktioniert das Ganze. Ich schraube jetzt den Deckel noch drauf. Also was jetzt noch fehlt, sind diese Abdeckungen, damit es richtig schön ausschaut. Ansonsten bin ich jetzt ganz schön happy damit. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal für die Tipps und Hinweise, was ich falsch gemacht habe. Was ich jetzt noch nebenbei so ein bisschen mache, ist eben die Klemmboxen umrüsten. Das filme ich nicht, das ist zu langweilig für euch, dass ich quasi nicht zwei Sicherungskreise in einer Klemmbox habe. Und bei der Serversteckdose, also ich habe da halt einfach die auf dem Holz montiert, habe es mir auch reingeschrieben und die hat hinten scheinbar keinen Abschluss. Da mache ich noch Aluplatte dahinter. Ich habe genug Alu rumliegen. Da mache ich noch Aluplatte dahinter, wenn das wirklich ein Problem sein sollte, dass man da irgendwie brandschutztechnisch Probleme kriegen könnte. Aluplatte dahinter, die erde ich natürlich dann auch noch und dann ist das auch definitiv so, dass ich da auf der sicheren Seite bin. Ansonsten habe ich hier nicht mehr großartig was zu tun. Elektrik steht soweit, bin ganz froh drum. Die, die bis jetzt noch durchgehalten haben, haut es mal ein Abo rein, aber wahrscheinlich habt ihr eh schon eins da lassen, sonst würdet ihr ja gar nicht so lange meine Videos schauen. Vielen Dank und ihr seht mich beim nächsten Video. Ciao! Ah, toll, und das Ding kann ich jetzt auch neu machen.